Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outlast 2. Wir sind immer noch mit unserer flimmernden Kamera in dieser Schule. Und irgend so ein Vieh hat uns letzte Folge hier in die Cafeteria zurückgejagt. Aber unsere Batterien sind wieder voll, wie ich gerade sehe. Okay. Ich gehe mal zurück. Das war, glaube ich, auch das Vieh, was uns in der Demo da das eine Mal so überrascht hat. Aus dem Spind heraus. Mann, hör auf jetzt. So, das Telefon klingelt immer noch. Okay. Interagieren. Dann gehen wir mal ran. Hello? Hello? Oh, thank God you're alive. I need you to stay calm. We're going to get you help. We'll get you out of there. I want you to find a place to hide. Some place safe, where you can remember the taste of her kiss when you felt her neck break, you diseased cocksucker. Alter, was denn drei Teufelsnamen? Okay, Speicherpunkt. Das ist schon mal gut. Und die Tür ist zu. Okay, da ist erstmal nichts zu sehen. Fuck! Alter! Ich will nicht mehr. Hallo? Scheiße, ist er jetzt hinter mir? Jawohl, er ist hinter mir. Ja, sie ist. He's coming! Ja, danke. Wo bist du hin? Oh nein, er hat mich, 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 er hat mich. Ja, und ich musste es Gott sei Dank nicht sehen. Okay. Das war auf jeden Fall Jessica. Und ich brauche sowas von neue Kopfhörer. So. Hä? Hab ich hier irgendwo ein Kabelbruch oder irgend so ein Scheiß? Irgendwie ist das hier nur am Rauschen. Also bei irgendwelchen basslastigen Sachen macht das immer. Okay. Wo muss ich hin? Kamera und los. Ah! Fuck. So, hier auf jeden Fall nach links. Die Tür geht nicht auf. Ja, gut. Ach, warte mal, ich soll mich ja verstecken. Ah, ich glaube Jessica oder... Ich hoffe, das ist Jessica, nicht, dass ich die ganze Zeit einen Namen falsch sage. Die ist da hinten in den Spind drin. Und das werde ich auch mal machen. So, und hinterher. Los, rein da! Bin da jetzt garantiert nicht mehr in der Schule. Wieso war mir das klar? Das mag ich, geil. So, irgendwas Lateinisches kann ich nicht lesen. Set us free, das kann ich lesen. Den Rest leider nicht. Okay. Alter! Schon gut, ich lasse die Tür zu und gehe zurück in deinen Schrank. So, dann sitze ich hier den Rest der Folge mal noch rum. Nein, Quatsch. Da ist ein Brief. Lesen wir uns erstmal den netten Brief durch. So, Lyle.
Nichts ist elender, als sich selbst zu bemitleiden. Und ich vertraue dir, dich einer derartigen Weibersünde nicht schuldig zu machen. Wenn die Jünger, die ich dir anvertraue, Hunger, Schmerz und Angst erfahren, so ist dies eine Notwendigkeit ihrer fleischlichen Sünde und der Wille des Herrn. Ich schicke euch Speis und Wein, wie der Herr es will, und nicht mehr als das. In Visionen sah ich die Plage wachsen und unser Leiden bekam... Alter, die Musik, ja. Bekam so groß, dass keiner unter uns es mehr erleiden konnte. Freu dich also, finde Trost darin, dass wir am Höhepunkt unseres Leidens sind und bald das ewige Paradies in das ewige Paradies ziehen werden. Kannst du dein Volk nicht mit einer Zunge führen, so nutze die Fäuste deines Trägers. Papa liebt dich, Gott wird dich erlösen, Knot. PS, anbei ein Beutel gesalzener Grillen, die Nick so liebt. Lasse sie ihm bitte zukommen und sage ihm, dass sie ein Geschenk von mir sind. Lecker, gesalzene Grillen. So. Hier steckt der schöne Brandpfeil. Ich guck mal raus, ob der noch da ist. Alter, lass den Scheiß. So. Eine Batterie. Ich brauche definitiv ein... Hallo? Definitiv ein neues Headset. Das ist ja todnervig. Oh, da ist noch eine Batterie. Und noch ein Fenster. Alter. Okay. Wir sind hinterm Haus. Renne einfach mal in diese Richtung hier. Okay, ein Tor. Ein vergittertes Fenster. Nochmal, und es sieht nicht so aus, als würden die mir folgen. Die Tür ist zu. Hier könnte es auch anders sein. Und die ebenfalls. So, keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Lüft was. Irgendwas lief da. Oh. Okay, gut in Szene gesetzt. Ich hoffe mal, wir können diese Schuss-Heinis da sehen. Weil die ja Brandpfeile haben. Also vorher sehen, bevor die mich sehen. Sicherheitshalber mal alles zumachen. Ey, die Musik ist das Schlimmste gerade. Nein, 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 er hat mich gesehen. Boah. Okay. Ach, nicht doch schon wieder hier. So, Tür zu, klick.
schnappe ich mir mal schnell die Batterien noch. So, und nach hinten raus. Nee, hier lang. Oh. Ich weiß verdammt nochmal nicht wohin. War es ein Friedhof? Aua. Okay. Ich krauch mal schnell hier lang, weil ich werde nämlich blöde verfolgt. So, ich hoffe, hier bin ich sicher. Ich drücke gleich H zum Heilen. Aber ich möchte mich nicht auf dieser Kante heilen, nicht, dass ich runterfalle. So. Eine Bandage ums Handgelenk. Okay. So, einen schönen Save Point. Ja, ob ich den Weg gefunden habe? Keine Ahnung. Aber ich habe ihn gefunden. Gut. Der wurde betroffen. Dann muss ich wohl hier wieder balancieren. Alter, war mir doch klar. Nicht beirren lassen, nicht beirren lassen. So. Wir sind drüben angekommen. Alter, Volltreffer. Nun ja. So, nicht stehen bleiben. Einfach rennen, 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 rennen. Immer diese Penner aus dem Zelt. So, eine Bandage für mich. Ja. Oh, oh. Alter, hast du mich hier hauen gerade? Du kleiner Scheißer. So. Warum? Alter, sag mal. Aber es geht voran. Schmerzhaft, aber es geht voran. Komm schon. Junge, was ist mit dir? Oh. Das könnte falsch gewesen sein. Ich hoffe, ihr seht hier noch was. So, Kakteen, die pieken, habe ich gelernt. Folgt mich doch immer noch. Aua. We have you. It's okay. We have you. The gospel isn't done yet. Your own resurrection. Complete your gospel. Sein Grab wartet. Okay.
Okay, Kamera kann ich nicht zücken. Oh nein. Alter, wie beschissen. Ich musste mal kurz mein Portemonnaie aus der Gesäßtasche holen. Es hat ein wenig gedrückt am Hoppes. Okay, lebendig begraben. So, drücke linke Maustaste wiederholt. Ich drücke. Achso. Es passiert nichts. Wie geht das denn? Es wurde Sand auf uns geschüttet, was ja bestimmt auch ein bisschen was wiegen dürfte. Und dann können wir einfach den Deckel so öffnen. Na gut, scheint dann wohl nicht sonderlich tief gewesen zu sein. Was ist denn mit dir? Da fällt mir ein, ich könnte mal wieder The Walking Dead gucken. Gollum. Ich sehe, dass du mich verfolgst. Ich hoffe, ich bin hier. Ich krieg's gut. Oh oh. Oh 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 oh. Schön durch die Kacke gewartet für eine Batterie. Oh, das ist wieder schöne Lektüre. Ja, ist schon wieder irgend so ein Auszug aus irgendeinem religiösen Buch. Das muss ich mir nicht antun, denke ich. Man sieht hier, gottverdammt, gar nichts. Alter, da hängt jemand. Okay, mal gucken, was er uns dazu zu sagen hat. She hanged herself before I could stop her. Or she didn't. No. Wait, not her. He. Ich höre permanent irgendwelche Fußschritte. Okay, meine Augen brennen schon wieder. Ich blinzle zu wenig. Okay, ich folge mal dem dunklen Pfad. Ach stimmt. Wie zur Hölle komme ich da runter? Ich wüsste den Weg.
Aber wir sollten ja immer noch zu den Minen, stimmt. Hoppala. Shit. I can't. A rope. I just need a rope. Okay, du brauchst ein Seil. Tut mir leid, ich habe das Seil vom Flaschenzug. Ich habe das Seil vom Flaschenzug geborgt. Und damit den. Um damit in den Himmel zu klettern. Haha. Wenn der Fettsack Ekziel euch kein neues Seil gibt, könnt ihr mich herunterschneiden. Und es wieder zurückholen, weil ich es wahrscheinlich nicht mehr brauchen werde. Ahaha. Um damit in den Himmel zu klettern. Okay, der hat sich mit dem Seil, also wie wir vorhin gesehen haben, erhangen. Und das heißt, wir müssen uns das Seil von ihm wiederholen. Aber nicht durch diese Türe. Okay, das ist auch zu hoch zum Springen. Aber wie komme ich denn da bitte schön irgendwo hin? Ach, guck mal hier. Durch das Oberlicht. So, da stand jemand. Es ist neblig und dunkel. Okay. Der hat ein Messer in der Hand. Und irgendjemand hat da an die Tür geklopft. Ich hoffe, die suchen mich nicht schon. Der hat aber kein Messer in der Hand. Aber er schafft es trotzdem garantiert, mich umzuhauen. So. Okay, er kommt in meine Richtung. Er hat mich gesehen, natürlich. Ich stehe hier in einer dunklen Ecke und er sieht mich. Na sicher. Okay. Wir werden mich jetzt hier sehen. Oh, hallo. Lass mich essen. Hau ab, Typ mit Mütze. Hier hoch, los schnell. Okay. Könnte richtig gewesen sein. Ja, natürlich. Mann, hab ich ein Glück. Okay. Somit ist schon mal das Seil runtergefallen. Oh, ein piekiger Kaktus. Hinterher springen kann ich nicht. Jetzt muss ich denselben verdammten Weg wieder zurückkommen. Und die Typen eiern hier umher. Okay. Aber ich glaube, den Rückweg treten wir in 5 Minuten an. Hallo. Oh oh. Oh oh, da komme ich nicht lang. Lass mich. Hier geht es auch nicht weiter. Hallo, na. Ach du heilige Scheiße. Ein Brunnen? Ja, ja. Oh. In Windeseile vorbei. Okay. Ich saus mal durch das Oberlicht zurück. Ja, lass die Musik, du kommst sowieso nie rein. Okay. Damit habe ich aber trotzdem noch nicht das Seil. Aber ich werde mich mal kurz hier verschnaufen.
und trotzdem die Folge hier beenden. Ich denke, das dürfte von der Zeit ja auch reichen. Also diese 20-Minuten-Folgen, sagt man ja immer, ist Durchschnitt. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns, oder wir holen uns das Seil in der nächsten Folge und sehen uns demzufolge natürlich auch wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!